Hallo und hier bin ich wieder zurück zu einer neuen Folge Advanced Warfare und wir starten sofort wieder Kampagne. Den Mehrspieler-Modus werde ich auf jeden Fall auch nochmal anzocken. Beziehungsweise einen Road to Commander wahrscheinlich starten. Ja, Spiel fortsetzen. Bei Atlas lief es anders als bei den Marines, aber das hat mich nicht gestört. Leben stehen auf dem Spiel. Die Streitkräfte von Atlas schreiten schnell ein, um die Geiseln zu retten. Verdammt nochmal, Gideon. Du bist ja fast ein Filmstar. Red kein Unsinn. Ist vermutlich das erste Mal, dass dein Hinterwäldler Arsch einen sieht, der noch alle Zähne hat, aber reg dich nicht auf. Das ist echt witzig, weil deine Mutter... Wow. Seht ihr diesen Scheiß? Nicht übel, was? Du hattest Glück. Die KVA wird immer besser. Was wurde aus dem Kerl, den wir aus dem Wasser gefischt haben? Eins hat ihn übernommen. Ist mir recht. Krass, Mann. Einfach krass. Bleib locker. Bleib locker. Was können wir für Sie tun, Sir? Fürs Erste reicht ein Glas. Das geht noch besser. Setzt euch, Jungs. Beim Militär gibt es ein Sprichwort. Behandle deine Männer wie geliebte Söhne und sie folgen dir ins tiefste Tal. Ich verlor meinen Sohn. Und jetzt weiß ich, es zählt jeder Moment. Du musst sagen, was gesagt werden muss, solange du kannst. Ihr habt einen großartigen Job gemacht. Lagos bietet fantastische Perspektiven für Atlas. Und dafür danke ich euch. Auf euch, Männer. Das Feiern tat gut. Aber Gideon hatte recht. Es war reines Glück. Und die KVA wurde immer besser. Und setzte sich täglich größere Ziele. Okay, Kernspaltung. Exotyp Soldat. Wustsprung, Schall und Stim. Was da auch mal ist. Völker der Welt, ihr habt euch hinter dem Schutz der Technologie versteckt. Technologie ist wie Krebs. Ich werde euch von diesem Geschwür befreien. Ich setze die Welt zurück in ihren Ausgangszustand. Ich bin Hades. Okay. Ares 2er, bitte visuellen Überblick über Planquadrat. Bitte bestätigen. Seht ihr das auch? Okay. Verlässliche Daten zeigen, dass die KVA eine Kernschmelze im Reaktor auslösen will. Wir starten im südlichen Hof und rücken dann nach Norden vor. Wir beenden es im Kontrollraum. Los in Position! Kann er wieder mit der KVA einen Stress? 2-3, halten wir uns immer noch an die eingeschränkten Einsatzrichtlinien, over. Negativ, keine eingeschränkten Einsatzrichtlinien, 2-4. Freigabe für alle Ziele, over. Das wird ein Spaß, Mitchell! Wie Korea! Nur mit mehr Strahlung! Irgendwie so eine Laserwaffe. Die benutze ich mal lieber nicht. Obwohl,
probier's mal aus. Okay, muss nachladen, schnell zu BRL wechseln. Komm, nachladen. Jute Sache. Landezone ist sicher. Sind in Position, Bravo. Bringen wir es hinter uns. Einsatz. Team 2 im Einsatz, over. Mitchell, Seilrutscher einsetzen. Jetzt die. Okay, ja, dann los. Ach, hier, ne? Los geht's. Alpha, wir sind am Boden. Juhu. Los, noch 3 Uhr dazu. Sammeln! Alpha scheint in der Scheiße zu stecken. Wir rücken mit ihm zum Zielgebäude vor. Yes! Abrücken! Feuer frei! Hustensprung aktivieren! Oh, scheiße. Sie zweimal kurz... Mitchell, ja, okay. Hinter diese MCDs und Feuer erwidern! MCDs? MT-Pilot, Zulu gefallen. Gefallen. Oh, hinter diesen Drohnen in Deckung gehen! Welche Drohnen? So ein Teil. Halten Sie. Komm. Halten Sie die Verbindung. Verbinden mit der Drohne. Hä? Ich halte doch. Ich habe keine Ahnung, Mann. Okay. Sollte. Habe ich anscheinend schon erledigt, was ich machen sollte. Okay, weiter, weiter. Oh, was kommt da? Granate oder so. Wir müssen in Deckung. Wo seid ihr? Da ist noch einer. Okay. Wie viel kommen denn da noch, bitte? Ich habe keine Ahnung. Mann, Mann, Mann. Okay, nachladen, wie viel Munition haben wir noch? 19 Schuss, wenn wir das Magazin jetzt verschossen haben. Gideon, der MT ist noch aktiv! Dann soll sich verdammt noch mal jemand darum kümmern! Okay, ich mach's. Okay, das Teil geht ziemlich ab. Wenn ich mal treffen würde. Unser Drohnenpilot hat sich gerade eine Kugel angefangen. Er ist tot. Über 20 Fußsoldaten nähern sich aus dem Nordwesten. Weiter vorrücken! Komm schon! MT ist deaktiviert! Raus da! Raus da! Ah, KVA hat soeben einen Titan auf den Hof gerollt. Willst du mich verarschen? Verstanden, Bravo. Wir sehen einen Werfer ganz in der Nähe. Mensch, schnapp dir den Werfer und schalte den Titan aus! Titan? Ach Gott, ich hab keine Munition mehr. Okay. Ich möchte diese Laser dafür nehmen. Ach, ihn hier soll ich ausschalten, okay. Gut, da kriegen wir gleich noch schon einen Raketenwerfer. Bastard hat ein Trophy-System! Nochmal! Ich hab keine Munition mehr, Mann! Wo ist die Munitionskiste? Lass mich verarschen. Hier, ich hol das mal. Nein, wow! Da, ich seh sie. Okay, go, go, go! Hol mehr Munition für diesen Werfer, Mitchell! Go, go, go! Nein, 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 nicht hinlegen! Du, Alter, verarschen. Habe ich noch Munition? Gut. In Bewegung.
bin. Ist er kaputt? Nee. Ich muss nur erstmal diese Typen erholen. Erledige den Titan mit dem Werfer, Mitchell! Ja, ist gut. Ich bin noch dabei. Ah, ich glaube, ich krieg die ganze einen meine eigenen Raketen ab. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum ich so. Titan zerstört! Gut gemacht, Mitchell! Nice. Okay. Achtung, Team Bravo! Ableben durch meine WAL. Die lag doch hier. Da ist sie. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Verstanden, Prophet. Wir sind unterwegs. Wir müssen zum Kontrollgebäude. Bewegung! Natürlich! Alter, ich will Munition für die BRL. Ich muss echt diese hässliche Laserwaffe nehmen. Achtet auf Zivilisten. Was ist das denn? Okay. War vielleicht nicht so schlau, hier einfach rumzuschießen, aber... scheint ja nicht so schlimm gewesen zu sein. Am schnellsten kommen wir durch den Aufzugsschacht runter. Roger, öffnen wir die Türen. Einer nach dem anderen. Los. Juhu. Okay, es lädt wieder. Warum auch immer. Okay, die sind auch tot. Warum das denn? Bravo, die Reaktortemperatur steigt an. Schlechte Neuigkeiten, oder? Die Marker sind unter der Norm, aber stabil. Können wir es noch schaffen? Okay, wir müssen uns beeilen. Das war ein Massaker. Weiter. Kreuzung. Rechts halten. Es gibt eine Abkürzung. Aber da wird es hässlich. Zusammenbleiben. Na, hässlich, das freut mich doch. Okay, ich schleiche jetzt mal ein bisschen, wenn sie gleich so hässlich werden soll. Carter, die Tür öffnen. Verstanden. Junge! Wieder, Alter. Schick mir deinen Weg rum. Was für Reflexe hier von mir, wunderbar reagiert. Aber Genien hat sich natürlich vorher geschnappt. Ihr müsst so schnell wie möglich durch den Reaktor. Okay. Okay, dann hole ich sie mir alle schnell. Drücken sie zweimal X und dann... okay. Oh, 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 das war dumm. Scheiße. Wo sind die? Kommt her, hm? Oh, okay. Genau. Komm! Alter! Wie Schaden machen die bitte? Scholl einsetzen! Mann. Nein! Oh, ich werde sterben. Doch nicht. Okay, die gute AK-12 ist wieder am Start. Okay, komm, 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 komm. Oh! Und alle her! Ich glaube, ich sollte doch schnell zielen. Verbessern, wenn wir hier am Ende der Mission sind. Woher kommt der? Warum kommt der von hinten, Alter? Was gibt's? Was ist denn da los, bitte? Scheiße! Ich hab aus Versehen Gideon angeschossen. Bis zum Kontrollraum sind es noch 300 Meter. Verstanden! Heftiger Widerstand im Reaktorraum! Verstanden! Okay, ich muss mal die Drohnen da holen. Okay, das wäre auch erledigt. Weiter, weiter, weiter. Sanitäter hier rüber!
Wo? Ja. Mann! Was steht der denn da auch so? Okay, weiter, weiter, go, go, go. Oh! Ich höre den Sound jetzt nicht doppelt, weil die Elgato jetzt nicht verzögert. Und deswegen könnte es sein, dass ihr den Sound doppelt hört, weil ich habe die Lautstärke von meinem Monitor relativ laut. Und das geht dann in mein Mikro. Beim Lastenaufzug. Und deswegen könnte es sein, dass es doppelt hört. War auf jeden Fall in der ersten Folge so, das hat mich ein bisschen genervt. Behebende Problem. Ja gut, ein richtiges Problem ist das nicht, aber es kann halt nerven. Verstanden. Und ich weiß nicht, ob ihr das alle verstanden habt, weil ich das jetzt euch erklären wollte, aber ist auch egal. Ach nee. Okay. Hat er irgendwie Deckung aufgebaut? Gehe ich doch auch lieber mal hin. Richard, nimm deine Angriffsorder. Was soll der? Okay, mach ich. Der Ausgang ist auf den oberen Stegen. Fest! Hey, komm. Stege! Los! Ich verstehe kein Wort! Weiter! Wir haben es. Kann ich hier auch? Ja, ich kann auch steigen. Okay. Hoch runter kann man aber ein bisschen sehr langsam, wa? Bravo, es wird immer kritischer. Wir sind fast da! Ich denke mal, das waren alle. Hier, doch, sicher. Also ja. Weiter! Hier weiter. Go, go, go! Nein! Ganz arme Nummer. Wartet auf mich, Jungs! Hä? Alter. Hier weiter, weiter, weiter. Go, go, go! Kontrollraum direkt voraus. Da ist er! Wow! Gott, alles okay? Mir geht's gut. Was zum Teufel ist gerade passiert? Sie haben die Tür präpariert. Ob es dem gut geht, weiß ich nicht. Dann sind die Exoskelette ja sehr stark. Die Konsole ist noch aktiv. Einklinken und Diagnose starten. Los an die Konsole. Ich? Auf wen meint Prophet, er sonst aus? Seht ihr das? Bestätigt. Wir sehen dasselbe. Okay. Kerntemperatur stabil. Die Kühlbecken müssen geflutet werden. Moment. Das Niveau sinkt. Die Dampfleitungen wurden unterbrochen. Was? Dann gerade war es noch stabil. Versuche Umleitung. Gideon, Kerntemperatur ist kritisch. Abbruch. Gideon! Ich mach das. Wir haben eine Stufe 7. Sofort aus dem Bereich weg. Scheiße! Verstanden! Bravo! Status ist kritisch! Weg hier! Oh, jetzt heißt es laufen. Laufen, laufen, laufen! Mission gescheitert. Nicht wegen? Alles richtig gemacht. Die Ziele fliehen! Wir auf! Bewegung, los! Ach so, das Visier zeigt hier rot an. Ach okay, ich dachte, ich hätte irgendwie so eine Fähigkeit. Ah, dafür ist das Visier rot. Ich habe mich immer gewundert, was das irgendwie so. Bravo, Druckanzeigen sind kritisch. Alle Männer da raus. Das sind geil. Das sind Zivilisten. Was war das? Druckexplosion. Hier fliegt alles in die Luft. Warum schießen die Leute? Warum schießen die nicht mehr auf uns? Ist doch klar, dass wir sie jetzt noch holen wollen. Bravo, wir können nicht näher an die Explosionen. Drehen Sie den Sturmturm ab. Verstanden!
soll ich hier machen? Egal, ich folge den einfach. Aber wahrscheinlich konnte ich... Oh! Immer weiter! Immer weiter! Ja, wo seid ihr? Will ich mich verarschen? Evakuiert. Bereich ist kompromittiert. Wo bleibt die verdammte Luftunterstützung? Mitchell, komm schon, an Bord, los! Okay, das war wieder die schöne Mission. Abschüsse 200, Volltreffer, Abschüsse 30, radioaktiv. Oh, Kernspaltung. Die KVA hat erfolgreich eine Kernschmelze im Atomkraftwerk ausgelöst. Ihr Trupp konnte gerade noch rechtzeitig entkommen, aber die Folgen dieses Unglücks sind katastrophal. Okay, Verbesserungen. Indem wir schnell zielen, beziehungsweise... Gott, Widerstand wäre auch ziemlich nice, aber wir sind diese Folge keinmal gestorben. Ich glaube, deswegen nehmen wir einfach mal schnell zielen. Okay. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ja, bis zur nächsten Folge. Haut rein und ciao.